wusste nicht, dass du in jener Nacht einen Unfall hattest. Wieso hast du mir nichts gesagt? Was hätte das gebracht? Du warst bereits abgereist. Aber du hättest doch wenigstens schreiben können, Cruz. Kannst du das nicht verstehen? Siehst du denn nicht, dass ich mein ganzes Leben immer nur weggelaufen bin? Ich wollte vermeiden, dass du aus Mitleid wiederkommst. Das war alles. Diesen furchtbaren Unfall hatte niemand außer mir selbst zu verantworten. Oh, Cruz, ich wäre niemals weggefahren, wenn ich gewusst hätte, dass du noch... Du warst mir nicht gleichgültig geworden. Doch, du bist weggefahren. In der nächsten Woche oder in der Woche darauf. Nach dem, was mit Katie Timmons geschehen war, war es zwischen uns aus. Das wussten wir beide genau. Ich war verängstigt. Aber das bedeutet nicht, dass es richtig war, zu gehen. Doch, ich finde, das war es. Ich meine, wenn wir zurückblicken, können wir sagen, dass uns seitdem auch sehr viel Gutes widerfahren ist. Wir sollten dafür dankbar sein und vergessen, was damals geschehen ist. Hallo, Eden. Wie laufen die Vorbereitungen für heute Abend? Was sagst du? Ich rede von der Feier, die heute stattfinden soll, der Empfang. Oh, es läuft alles hervorragend. Oh, entschuldige mich für einen Augenblick. Das wird wahrscheinlich immer so sein. Entschuldige mich. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Was? Wieso läufst du weg? Ich habe noch sehr viel zu erledigen. Ich habe dich nicht herkommen sehen. Du warst beschäftigt. Ja, ich habe mit Tori geredet. Ich wollte euch nicht unterbrechen. Es schien mir, als wäre sie ein wenig aufgebracht. Nein, sie war sogar sehr aufgebracht. Vielleicht wirst du mir sagen, das sei nicht meine Sache und sie hätte keinen Grund gehabt. Möglicherweise wollte sie ihren Ohren wieder haben oder dass du zurückkommst. Wenn du glaubst, dass ich dich danach frage, da irrst du dich niemals. Tut mir leid, ich war ziemlich unvernünftig, was diese Sache angeht. Lass nur, du hast das Recht auf eine Privatsphäre. Nein, nein. Ich habe diesen Ring mit mir rumgetragen, um ihn aus deinem Blickfeld zu schaffen. Aber woher solltest du das wissen? Für dich ist das wahrscheinlich nur der Beweis dafür, dass ich mich für eine andere Frau interessiere. Hier. Nein. Doch, bitte nimm ihn an dich. Ich habe ihn lange genug gehabt. Er hat mir einmal etwas bedeutet. Doch das ist lange vorbei. Was wollte sie von dir? Nein. Lass uns nicht mehr davon reden. Hallo, Victoria. Hallo. Hallo, Keith. Na, das war doch gar nicht so schwer. So viel Höflichkeit würdest du für jeden Kellner aufbringen. Wieso nicht für mich? Tut mir leid, ich hatte es eilig. Ah ja, richtig, deine Premiere. Die triumphale Heimkehr einer Tochter dieser Stadt. Glückwunsch, kann ich nur sagen. Schade, dass es so lange gedauert hat. Wieso nur? Hat das was mit meiner Schwester zu tun? Kannst du dich an meine Schwester erinnern? Katie. Cruz kann sich an sie erinnern. Ach, was soll das alles, Keith? Es macht dich nervös, wenn du ihren Namen hörst. Ja, eigenartig, wirklich. Das erinnert mich irgendwie an Cruz. Wir hatten nichts damit zu tun. Wir waren genauso schockiert wie alle anderen auch. Oh ja. Ihr wart schockiert, weil ihr wusstet, dass ihr dafür verantwortlich wart. Nein, das ist nicht wahr. Das hat Katie damals sehr wehgetan, dass du dich an Cruz rangemacht hast. Schon mal was von einem gebrochenen Herzen gehört? Vielleicht bist du ja deshalb nie vorbeigekommen, um guten Tag zu sagen. Sowas belastet. Man vergisst darüber seine Verpflichtungen. Also hör zu. Ich will nicht mit dir reden und ich will dir nicht zuhören. Oh, Victoria, also verschwinde. Du bist doch nicht etwa nervös. Du gibst doch nachher eine Vorstellung, hä? Du möchtest dich bestimmt nicht gern blamieren. Wo doch sicher alle deine alten Freunde kommen werden. Ist Eden ebenfalls da? Ich glaube ja. Aha, ich hoffe, du versuchst nicht, sie ins Abseits zu drängen, so wie Katie. Das schaffst du nicht. Cruz ist nämlich absolut fixiert auf diese Frau. Ich wünsche den beiden Glück. Tatsächlich. Das ist wirklich selbstlos von dir. Vielleicht wirst du ja zur Hochzeitsfeier eingeladen. Sowas ist immer nett. Viel netter jedenfalls als Beerdigung. Ja. Ich habe heute schon eine Beerdigung besucht. Bitte. Die meiner Großmutter. Das tut mir leid. Sollte es auch, mein Schatz. Weißt du, sie glaubte an sowas wie Vergebung. Und ich fügte mich ihren Wünschen. Aber das ist vorbei. Großmama ist nun erlöst worden. Und ich bin endlich frei dafür, um Rache zu nehmen für Katie. Mach es.
pass auf. Oh. Wie schön. Ich habe gewusst, dass dir diese Farbe stehen würde. So etwas Schönes habe ich noch nie getragen. Du kannst es heute Abend anziehen. Oh nein, ich hebe es auf. Nein, nein, hör zu. Heute Abend findet die Premiere eines Theaterstücks statt und danach gibt's eine große Party. Die Premiere eines Theaterstücks, weißt du, was das ist? Das ist wie Fernsehen ohne Fernseher. Na, es ist so, ich würde mich unwohl fühlen, dort allein aufzutauchen. Ich hatte gehofft, du würdest mitkommen. Werden dort viele Menschen sein? Wahrscheinlich schon. Keiner erwartet, dass du auch nur ein Sterbenswörtchen von dir gibst. Du lässt einfach die anderen reden. Ich meine, auf Partys wie diesen hört meistens sowieso keiner dem anderen zu. Ich habe ein wenig Angst. Ich habe auch Angst, deswegen musst du mitkommen. Komm schon, Alice, wo willst du sonst ein so hübsches Kleid tragen? Willst du darin nur zu Hause rumsitzen und darauf warten, dass dich jemand besucht? Ich glaube, wir hätten viel Spaß. Komm doch bitte mit, ich würde mich wirklich freuen. Also gut. Großartig. Oh, ich mache auf. Hallo. Jane, hallo. Ist Pearl zufällig hier? Oh, ich glaube, er wollte nach Hause fahren. Alice. Hallo. Wissen Sie noch, wer ich bin? Ich bin Nick Hartley. Kellys Freund. Richtig, der war ich mal. Was ist das? Ein neues Kleid? Ich habe es von Jane bekommen. Wir gehen zur Premiere ins Lobrero. Wie nett, dann sehen wir uns. Ich bin dort, um für die Zeitung Fotos zu machen von der Premiere und dem Empfang. Ich bin Fotograf. Ich lebe davon, Bilder zu machen. Und ich würde Sie gerne in Ihrem neuen Kleid fotografieren. Wir fangen jetzt besser an, uns zurechtzumachen. Ich habe eine tolle Idee für dein Haar. Denen werden die Augen rausfallen. Wem? Wer immer das große Glück hat, Sie begleiten zu dürfen. Alice und ich werden alleine hingehen. Wir halten nicht viel davon, zu Hause zu warten, bis das Telefon klingelt. Wollen Sie vielleicht mit mir hinfahren? Es wäre mir ein Vergnügen. Nein, lassen Sie nur. Ach, kommen Sie. Ich fahre sowieso hin. Und es würde mir nicht das Geringste ausmachen, zwei bezaubernde Frauen an meiner Seite zu haben. Was denkst du, Alice? Weißt du, ich finde eigentlich, dass das sehr freundlich wäre, solange Kelly nicht darüber wütend wird. Verstehst du, sie ist immerhin meine beste Freundin. Es wird in Ordnung gehen. Ja, wir fahren mit. Aber würden Sie bitte vorher noch ein Foto von mir in meinem neuen Kleid machen? Ich würde es so gern Mr. Lockwood und Pearl zeigen. Sicher? Oh, danke vielmals. Hier sind die Karten. Ihr werdet in meiner Loge sitzen mit Courtney, Sophia und mir. Vielen Dank. Für einen Besuch hinter der Bühne wird die Zeit allerdings nicht reichen. Ah, das wird Sophia sein. Was für ein wundervoller Zufall. Was sagt der Mensch dazu? Sie helfen mir, Zeit zu sparen. Was wollen Sie, Mr. Timmons? Ich hatte vor, Ihnen und danach Cruz eine kleine Rede zu halten. Aber jetzt, wo Cruz hier ist, brauche ich alles nur einmal zu erzählen. Es wird kurz und schmerzlos. Je kürzer, desto besser. Hm? Gern. Zwei Dinge. Erstens, an dem Tag, an dem Kelly auf so mysteriöse Weise verschwand, ist der Capwell-Jet, wie ich jetzt erfuhr, nach Los Angeles geflogen. Zweitens, unmittelbar darauf startete, außer Plan, ein kleines Charterflugzeug von Los Angeles nach Italien. Also ich wusste gar nicht, dass du so gute Beziehungen zum Flughafen hast, Castillo. Ich meine, deine Jungs müssen direkt im Tower gesessen haben, um Kelly so blitzartig in die Luft zu befördern. Wo sollen meine Jungs gesessen haben? Also wissen Sie, es muss doch wirklich wundervoll sein, einen zukünftigen Schwiegersohn zu haben, der so einfach die Regeln und Vorschriften umgehen kann. Noch eins interessiert mich, Castillo. Wie in aller Welt hast du es geschafft, die italienische Einwanderungsbehörde auszutreten? Erstens, Ihre merkwürdigen Verschwörungstheorien haben weder Hand noch Fuß. Und zweitens, haben Sie keine Beweise gegen Cruz oder mich. Und das werden Sie auch nie. Zufällig habe ich geschäftlich in Italien zu tun und wenn Sie meinen Firmenkalender überprüfen, werden Sie feststellen, dass... sind Sie mit dem Strafgesetzbuch nicht vertraut, aber Ihr Freund kann Ihnen da einiges erzählen. Etwa über die Mindeststrafen für solche Dinge wie die Beherbergung flüchtiger Personen oder die Behinderung der Justiz. Ich weiß, Gefängnis macht so einem harten Kerl wie Ihnen nichts aus, aber wissen Sie, es könnte Ihre Flitterwochen empfindlich stören. Und wahrscheinlich ist das Gericht alles andere als nachsichtig gegen korrupte Polizisten. Hör auf, Kies. Der Mann weiß offensichtlich nicht, wo seine Tochter ist. Oh ja, richtig. Der Mann ist krank vor Sorge. Na,
Soll ich mir Sorgen machen? Nein, Sie sind nur zufällig da reingeraten. Im Grunde ist er hinter mir her. Es gibt wahrscheinlich niemanden, den er nicht benutzen würde, um mich zu erledigen. Mich wird er nicht benutzen. Und wenn ich vielleicht lüge? Wie könnten Sie das wissen? Ich erwarte keine Antwort darauf. Sie sollten nur wissen, dass diese Familie die Ihren schützt. Sie eingeschlossen, Cruz. Weißt du, ich freue mich wirklich sehr für Alice. Es muss wunderschön für sie sein, endlich ein richtiges Zuhause zu haben. Dafür kannst du Lionel Lockridge danken. Er ist ein guter Kerl. Siehst du? Sehe ich was? Dass es noch andere gute Kerle auf dieser Welt gibt. Das Wohl der Menschheit lastet nicht allein auf dir. Oh, habe ich das vielleicht jemals behauptet? Wie meinst Pearl, du das? Bitte, ich meine, vor dir steht die Frau, die die letzten 2 Monate ausschließlich darauf gewartet hat, dass du zwischen deinen Hilfsaktionen auch mal 5 Minuten für sie erübrigst. Oh, wirklich? Und jetzt, finde ich, ist es an der Zeit, dass jemand anders für das Wohl der Menschheit sorgt. Hm, sicher, nur verrat mir eins. Was? Was ist mit meinem Bruder? Wer sucht weiter nach ihm? Wieso? Ich denke, du hast einen Privatdetektiv engagiert. Ja, aber der hat überhaupt nichts herausgefunden. Was bedeutet, dass ich meine Sporen anschnallen, mein Pferd satteln und selber suchen muss? Aber doch nicht heute Abend. Weißt du, ich bin mir nicht sicher, ob mein Bruder so erfreut sein wird, mich wiederzusehen. Er hätte sich längst melden können. Er hat Zeit genug gehabt. Pearl, ich bin sicher, es gibt dafür eine einleuchtende Erklärung. Ich verstehe dich gut, aber du solltest aufhören, über diese Sache alles andere zu vergessen. Du solltest dich ein wenig ausruhen. Entspann dich. Du brauchst dich nicht abzuhetzen. Du bist zu Hause. Beantworte mir eine Frage. Welche? Ich möchte wissen, wieso du darauf bestehst, für mich zu sorgen, wo ich verzweifelt versuche, es dir unmöglich zu machen. Du weißt doch, wieso. Ja, das weiß ich. Du brauchst mir nichts zu erklären, Pearl. Das erwarte ich nicht von dir. Alles, was du zu tun hast, ist einfach nur ein wenig Zeit mit mir zu verbringen. Wir könnten was Tolles auf die Beine stellen, glaubst du nicht auch? Ich bin sicher. Lass uns das Leben genießen und denken wir nicht ständig an morgen, oder was meinst du? Hm, durchaus nicht. Na also, aber nur für den Fall... Den Fall der Fälle. Ich habe eine wundervolle Idee. Heute Abend findet eine große Premiere mit anschließender Premierenfeier statt. Wie wäre es, wenn wir da hingehen? Eine Premiere, wann sagtest du? Heute Abend. Ich fürchte, das ist nicht möglich, Courtney. Ich hatte nämlich vor, zu Alice zu gehen und nachzusehen, wie es ihr geht. Aber Pearl, hatten wir nicht gerade festgestellt, dass Alice in bester Verfassung ist? Ich meine, sie wohnt mit netten Menschen in einem schönen Haus. Das ist doch alles total neu für sie und Alice gehört sicher nicht zu den Menschen, die Übung darin haben, sich an neue Dinge zu gewöhnen. Deswegen würde ich ihr gern zeigen, dass es eine Sache gibt, die sich nicht ändert. Die Freundschaft. Mhm. Könntest du ihr das nicht auch morgen zeigen? Courtney... Ich weiß, ich bin schwierig. Könntest du nicht ein allerletztes Mal versuchen, mich zu verstehen? Das tue ich, Pearl. Ich mache sozusagen schon Überstunden. Hör zu, wir werden bald Zeit füreinander haben. Ich verspreche es dir. Von alleine kommt es nicht dazu. Du musst was dafür tun. Ich weiß. Das werde ich. Ich werde dich daran erinnern. Wer ist das neue Mädchen? Eine Aushilfe, sonst hätte sie es besser gewusst und sie nicht reingelassen. Was haben Sie denn, Sophia? Sie scheinen nicht gerade in der besten Stimmung zu sein. Macht nichts, Sie sollten uns ohnehin allein lassen. Wie bitte? Was ich zu sagen habe, geht nur dich und mich etwas an. Hattest du wieder eine Kneipenschlägerei, Gina? Für mich siehst du aus wie ein Dalmatiner. Wartet nicht irgendwo eine Häkelarbeit auf Sie? Ich werde nicht gehen, Gina, das ist mein Haus. Oh, da wäre ich mir nicht so sicher, liebe Sophia. Also, ich kann wirklich nicht in Ihrer Gegenwart mit dir leben. Ich denke gar nicht daran, Sophia zu bitten, den Raum zu verlassen. So lieb mir auch wäre, ihr jedes Wort aus deinem Mund zu ersparen. Ich verstehe. Offensichtlich habe ich mich mit meinem Hochzeitsbild etwas unbeliebt gemacht. Aber ich habe dir etwas ausgesprochen Wichtiges mitzuteilen. Glaub mir. Fangen Sie an, Gina. Wir sind ganz Ohr. Also gut, vergiss es. Dann unterhalten wir uns eben heute Abend. Ich habe sowieso mein Equipment nicht bei mir. Equipment? Die audiovisuellen Hilfen. Gina, entweder du sagst, was du zu sagen hast, oder du lässt es bleiben. Ist schon gut. Es kann warten und glaub mir, es wird dir die Sprache verschlagen. Zwischenzeitlich werde ich mich für die abendlichen Festivitäten in Schale werfen. Keith und ich gehen nämlich nachher zur Premiere. Keith Timmons. Ah, ich dachte, dein Ehrgeiz wäre etwas größer. Timmons ist von demselben Kaliber wie du. Er kann dir nicht beibringen, was du nicht schon weißt. Er ist nur eine flüchtige Affäre. So lange, bis ich den Mann meiner Träume heiraten kann. Meine Mitgift habe ich schon ausgesucht. Ein Service aus deinem Schrank. Was wollte sie jetzt damit nun wieder sagen? Hörst du ihr tatsächlich noch zu? Ich kann es nicht mehr. Also ich habe sehr wenig Verständnis für diese Art von Szenen. Kannst du das nicht verstehen? Du solltest sie einfach ignorieren.
Cici, wenn du wüsstest, wie satt ich diese miesen Andeutungen habe, dass mit unserer Hochzeit etwas schiefgehen könnte. Du hast es hier mit dem dummen Gequatsche einer verhaltensgestörten Frau zu tun. Sie weiß Wirklichkeit und Traumwelt nicht mehr auseinanderzuhalten. Ach, wahrscheinlich stimmt das sogar. Aber unglücklicherweise hat sie es bisher immer wieder geschafft, der Wirklichkeit ihren Stempel aufzudrücken, wenn sie es sich in den Kopf gesetzt hat. Darling, reg dich darüber nicht auf. Eine Frau wie Gina ist das überhaupt nicht wert. Was haben wir für schwere Zeiten erlebt? Und wie lange waren wir voneinander getrennt? Nie und nimmer werde ich zulassen, dass uns irgendjemand etwas anhaben kann. Vergiss das nie. Nein, ganz sicher nicht. Sagen Sie Ihrem Boss vielen Dank für die schnelle Arbeit. Wow, da bleibt mir ja glatt die Spucke weg. Du siehst toll aus. Hallo. Ich muss jetzt gehen. Ich muss dafür sorgen, dass alles vorbereitet ist. Ich dachte, das sei schon erledigt. Ich war gerade im Restaurant. Man sagte mir, es sei alles fertig. Schön wär's. Na, wie auch immer. Ich war gerade bei Cici und er gab mir die Karten. Oh gut, das erspart mir einen Weg. Wir sehen uns nachher. Eden, ich kenne dich. So redest du mit mir, wenn dir was über die Leber gelaufen ist. Oh, ich bin einfach nur in Eile. Ich meine, vielleicht sollte ich jedes Mal ein emotionales Drama machen, wenn ich auf Wiedersehen oder guten Tag sage. Ach, ich bitte dich, Eden. Es tut mir sehr, sehr leid. Es war nicht so gemeint. Weißt du, ich finde zwar, ich brauche mich für nichts zu rechtfertigen, aber kurz bevor du kamst, hatte jemand Tori etwas gesagt, worüber sie furchtbar bestürzt war. Ich bin froh, dass du so viel Verständnis für sie hast. Ich glaube, das habe ich dir gegenüber auch. Ja, das hast du. Und das weiß ich zu schätzen. Nur kann ich nicht mal ohne jede Erklärung in merkwürdiger Stimmung sein? Selbstverständlich. Danke. Ich liebe dich. Ich dich auch. Hallo? Hi, ist Gina. Was ist? Was los sein, damit ich anrufe. Ich wollte nur wissen, ob Sie und Eden zu der Premiere heute gehen. Ja, aber die Karten sind ausverkauft, also kann ich Ihnen keine mehr besorgen. Denken Sie etwa, dass ich anrufe, um Sie um eine Karte anzubetteln? Glauben Sie mir, mein Begleiter hat schon längst eine besorgt. Das Staatsanwaltsbüro hat keine Schwierigkeiten, alle möglichen Karten zu erhalten. Oh, ich wusste nicht, dass Sie sich mit Kies in der Öffentlichkeit blicken lassen. Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Haben wir nicht das gleiche Recht, zu dieser Premiere zu gehen wie Sie? Gina, wieso rufen Sie an? Ich weiß nicht, vielleicht will ich einfach nur verhindern, dass der Kontakt zwischen uns abreißt. Es bleibt also dabei, wir sehen uns nachher. Ciao. Wiederhören. Und Kies, sei bitte pünktlich so gegen 7:30 bei mir und vergiss nicht, deinen Smoking anzuziehen. Wo könnte diese Fliege denn noch sein? Gebrüder Lambert, Juweliere. Zu. Der andere Ohrring, er ist verschwunden. Wo ist er? Ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwo am Strand. Er muss mir runtergefallen sein. Was sollen wir nur tun? Du hast ihn nicht woanders verloren? Nein, es war dort, bevor Katie gekommen ist. Was sollen wir jetzt tun?
Ich liebe Premieren und ich finde es einfach wundervoll, mal wieder Theaterluft zu schnuppern. Das kann ich euch sagen. Wir müssen aufpassen, Courtney. Das Theater liegt ihr im Blut. Sie bringt es fertig und läuft mit der Truppe auf und davon. Also lass mich nicht aus den Augen, Liebling. Tut mir leid, dass Pearl nicht kommen kann. Ja, mir auch. Der hat sich aber sehr über die Einladung gefreut. Naja, vielleicht können wir es ja irgendwann mal nachholen. Mhm. Hast du ein Programmheft? Nein, Schatz, daran habe ich nicht gedacht. Dann besorge ich uns eins. Danke. Du siehst einfach bezaubernd aus. Alles dreht sich nach dir um, Courtney. Falls du versuchst, mich aufzuheitern, danke, aber ich fürchte, es wird nicht funktionieren. Was würde dich denn aufheitern? Vielleicht, wenn Pearl mir zeigen würde, dass er nicht ausschließt, dass es eine gemeinsame Zukunft für uns gibt. Ach, Courtney, ihr zwei habt einige sehr schwere Monate hinter euch, nicht wahr? Ja, ich kann schwere Situationen verkraften. Ich habe viel Geduld und kann meine Gefühle auf Eis legen, wenn es erforderlich ist. Ich finde das völlig in Ordnung, das gehört dazu. Aber wenn das alles keine Wirkung zeigt und zu nichts führt... Von was für einer Wirkung redest du, Kleines? Pearl hat nie genauso für mich empfunden, wie ich für ihn empfinde. Ich hatte einen Plan. Ich wollte versuchen, ihm zu zeigen, was für eine couragierte, unkomplizierte Person er irrtümlicherweise als verwöhntes, aber süßes Mädchen bezeichnet hatte. Aber mein Plan hat nicht funktioniert, wie ich es wollte. Warte mal, Courtney, wenn hier jemand Courage hat, dann bist ja wohl du das. Wärst du nicht gewesen, säßen Kelly und Pearl immer noch in dieser grauenhaften Klinik fest. Und wenn er das nicht sieht, ich weiß, er sieht es ganz genau. Ich bin dafür überschwänglich gelobt worden. Er hat sogar inzwischen eingesehen, dass er sich in mir getäuscht hat. Die Sache hat bloß einen Haken. Er hat sich nicht in mich verliebt. Oh, Sophia, so unendlich viel hat mir noch niemand bedeutet. Ich weiß, Kleines. So, hier. Oh. Bitteschön. Hier ist und eins für dich. Ich denke, ich gehe ein wenig an die frische Luft, bevor die Vorstellung anfängt. Das arme Kind, ich weiß, wie sie sich fühlt. Männer können manchmal furchtbar sein. Nun ja, mit einer bemerkenswerten Ausnahme. Ne? Nicht in unmittelbarer Nähe. Was soll das heißen? Hm. Erwischt, und das in aller Öffentlichkeit. Er hat kein Schamgefühl. Das hätte ich dir auch sagen können. Wo ist Cruise? Wir sind mit zwei Autos hergefahren, aber ich denke, er wird jeden Augenblick hier sein. Ich bin sehr gespannt. Was habt ihr hier doch schon? Ja. Lass uns später noch mal. Hier, das ist ein Programm. Da steht etwas über die Schauspieler drin, die dem Stück auftreten. Werden sie da oben stehen? Mhm. Nick, wo ist Ihre Kamera? Nein, es ist nicht erlaubt, hier drin Fotos zu schießen, aber ich sage Ihnen was. In der Pause mache ich welche hinter der Bühne für Sie, okay? Ist gut. Ich danke Ihnen sehr, Nick. Das mache ich gern. Was für eine beeindruckende Versammlung. Es wird Ihnen schwerfallen zu entscheiden, wen Sie fotografieren sollen. Nein, das glaube ich nicht. Ich weiß, wer fotogen ist und wer nicht. Ich bin fotogen. Ja, das sind Sie. Ich danke Ihnen vielmals. Ich bin so aufgeregt. Oder bin ich nervös? Ach, eigentlich ist das ja dasselbe. Oh, sieh dir diese Frau an. Sie ist wunderschön. Ich bin sicher, sie ist fotogen. Wieso gehen denn die Lichter aus? Alice. Ich schätze, jeder Mann in dieser Stadt macht sich jetzt auf den Weg ins Theater. Wie schön für Tori. Was hält dich davon ab, allein zu gehen? Ich habe dir deine Karte doch gegeben, also warum lässt du mich nicht in Ruhe? Wie könnte ich alleine gehen? Schließlich habe ich überall rum erzählt, dass ich mit dir komme. Und wem hast du es alles erzählt? Ich erzählte es Cruz und ich erwähnte es vor Sophia und Sissi. Denkst du, ich werfe mich in Schale, um in so einem Schuppen zu landen? Mir gefällt dieser Schuppen zufälligerweise ganz gut. Geh allein, es ist mir egal, nur geh bitte. Es geschieht dir sowieso völlig recht. Was erzählst du es auch allen, besonders Cruz? Apropos Cruz, mir fällt ein, ich war nicht gerade begeistert über deine Späßchen vorhin am Telefon, glaub mir. Worüber regst du dich auf? Cruz hat nichts gehört. Er hatte schon aufgelegt. Er hätte aber abheben können, um ein weiteres Gespräch zu führen. Aber das hat er nicht. Ich warne dich, Gina, sei vorsichtig. Ich warne dich. Was du hier tust, ist illegal. Wenn du willst, dass ich meinen Mund halte, würde ich dir empfehlen, ein bisschen netter zu mir zu sein. Ich gehe jetzt am Strand spazieren. Here, you, take a care. Couldn't we go to the reception? Just the reception. A
bunch of old, overdressed bores lamenting the tragic state of the good old-fashioned theater. And the decline of the West and the decline of Colson. Look, I told Cece I was going to meet him there. I want to talk to him. What is your obsession with Cece? He doesn't care whether you show up or not. No, but I care. I want to make my deal with him. What? I want to show him that tape of Kelly and Dylan and lay all the terms out on the table. No, you're not. Yes, don't you tell me what to do. Listen to me. If you come up with a tape showing that Kelly's innocent, then the whole issue of her leaving the country illegally goes by the wayside. Nobody's going to care if Cruz covered up or not. Don't you just give up? You're not going to find a way to prove that Cruz helped her out. Think again. You just give me time and try not to blow it for me. Look, I haven't got a lot of time. If I wait around long enough, Cece will end up marrying Sophia. Talking about 2 days, all right? I just need time to find Kelly, extradite her, start the proceedings against Cruz, and you can do whatever you want, all right? But if she doesn't come back here with a murder charge, then I got nothing. So you wait till later to whitewash Kelly until I get what I need on Cruz, all right? Why should I help you out? You want Cruz to go on trying to pin his wife's drug habit on me and you. All right. But I don't have long. Where are you going? Well, I thought I'd go and see if I could catch the second act. It's the only party I've been invited to in months. I'm not going to let you make me miss it. I don't want to sit here and listen to you whine. Suit yourself. What are you doing with that? I thought this was the money you left for me to take a cab. Wake up, girls. 1986. Girls get their own cabs. Have fun. Did you enjoy the first act? Yeah, it was good. Good. Why don't we hit the lobby? We've got at least 15 minutes. No, I think I'm going to stay here. I want to show you something. Can it wait till after the show? No, it can't. Join the play, Courtney? Actually, I think I'm going to go home. It's my head. I'm not feeling very well. Do you want me to come with you? No, don't be silly. Stay and enjoy the show. I just will lie down. Bye. Poor darling, she's miserable. Well, first Eden and Cruz take off, and then Courtney. I'm beginning to feel very unpopular. I think I'm going to take a stroll in the lobby. No, you're not. No, you're not. I see there's one great thing about theaters. What's that? Nicky. Come on. This is Victoria's dressing room. Well, I just heard them call her for Act Two. She's on her way backstage. Well, is this what you wanted to show me? No, but the lobby's kind of crowded. What do you want me to do? Sit in her chair, in her room, next to her roses? I didn't. What? Send the roses. I didn't say you did. You were wondering. I did not. Look, if there's some purpose for me being here, I wish you'd just come out with it. All right. Aw, man. I found this at home. I had a piece of jewelry fixed. A piece of jewelry? Was it the earring? You said it was mine. Do you want it back? No, I don't want it back. I want to know what you're going to do with it. Well, maybe it's a surprise. You ever heard of those? It's what happens to a main character when someone least expects it, like another main character, you know. Aiden, don't do this. Don't do what? You're the one who dragged me all the way down here. We have everything in the world going for us. I'm so crazy in love with you. I can't hold down a job, practically. I wake up every morning and I scream thank you to whoever's in charge of luck. You get one look at a little earring and you're ready to bust a scene. A little earring? That was part of a pair that cost you almost a half a year's salary. She had to mean something to you. She had to be important to you. I'm not saying she wasn't important to me. She was, but she's not important to me now. Ever since I took you into my heart, there's no room for anybody else. Past, present, or future. You took all the space. Maybe I should have been an actress. Seemed to have a weakness for it. Not me.
new face every day? Women of a thousand faces. I'll settle for just one face as long as it's yours. Maybe I should take acting lessons. You know, maybe you should. Maybe they could teach you to act reasonable again. If there was ever a woman without a reason to feel insecure, it's you. Prove it. What do you want me to do? You want me to knock her down and trample her every time I see her? Of course not. Do you have a gun? All right, why don't I pull a John Wilkes Booth? You know, she could fall to the floor clutching her heart, and I could turn to you and say, you see, baby, I cared for the lady, not I can't do John Wilkes Booth. Maybe I should just shoot myself, you know? That's your idea. Let's poll the audience. At least it'd be dramatic. Not as dramatic as you running into a retaining wall with your motorcycle. Who told you about that? You should have. At least I would have known where the scars came from. Is that what this is about? You think I wouldn't do that for you? Even I would jump the Grand Canyon for you on a bicycle. I think it's already been done. Tell me what amazing indoor feat I could do for you. I shouldn't have to tell you. You should be able to be creative on your own. All right. I think I'm getting an inspiration. Like what? Like maybe not going back upstairs at all. Maybe staying at home. How would you like that? Like I said, you can't say anything. You just have to do it. Hey, come on in. The door's open. Pearl. Courtney. Do you know where I've been for the last hour and a half? I'll tell you. I've been in a theater surrounded by people laughing and applauding and having the time of their life while I sit staring straight ahead not thinking about anything but you. What? Well, it's not fair. I mean, you go on with your life never giving me a second thought, but I can't do the slightest thing without thinking about you. Well, I'm tired of it. I hate it. But what else can I do, Pearl? I mean, you won't give me anything to go on. You won't push me away, but you won't cut me loose. Well, I can't take this anymore. I want to have it out with you once and for all. Well, why don't you have it in with me instead? Oh, this place is so beautiful. It's almost as big as the ward. No, it's almost as big as the theater. Why did we leave the theater so early? Well, Alice, people don't like it when you talk back to the people on stage. Well, the actors didn't mind. They hardly paid any attention at all. Oh, look at this. Thanks for leaving with us. I don't know what's gotten into her. No problem. I wanted to check the light anyway and dust off my equipment. Is that the kind of camera that spies use? This? No. This is a light meter. It tells me how open my lens should be so my pictures don't turn out too light or too dark. Should I say cheese? No, you don't have to do anything. Just look around, enjoy the atmosphere, and relax. And don't talk too much, okay? Okay. Thank you very much. She's having a wonderful time. Her eyes just light up. Nothing forced, nothing artificial. She's amazing. I can't wait to see how these pictures turn out. I can tell you right now, and she's going to make me look brilliant. I think that was for us. Maybe we should take a bow. I think it's the end of the play. Maybe we should get the hell out of here. I think so.
If there's nothing to hope for, I need to know. You know, I've got to make plans. Maybe I'll stay here, maybe I won't. I have to know. Well, what would you do? Would you go back to Boston? Without you? No. Why? I never liked it there. It's the one thing you and I have had in common. I wasn't happy. Now, it was important for my parents to think that I was, so I pretended. It's funny how things happen that way. Your parents think that you're one way and that your sister is another way, and you find yourself suddenly fitting into the role that they've created for you when it isn't you at all. Well, you and Malin were very, very different from each other. Not as different as people think we were. I mean, I had my moods, I had feelings. Only Madeline was very vocal about her. She threw tantrums, so she got her way. I accepted things, and so people forgot about me. Well, I'm amazed that it seemed to me like you got along so well. You must have borne a lot of resentment towards her. Well, a little resentment between sisters is natural. I didn't say I hated her. Well, of course not. I didn't either. Pearl, I didn't come here to talk about my sister. You're trying to get me off the subject. No, I think, sweetie, that you got there all by yourself. You know, you always avoid serious situations. You always have. Not always. But when you want me to say a particular thing and I can't say it, please, I can take it. Just tell me. Not that you don't love me. I mean, you already told me that. Just tell me if you'll never be able to love me. I've got to know. How can I honestly answer a question like that? I mean, what do I know about never? All right. We can put someone on the moon. I mean, it's not impossible. But is it likely? I mean, can you ever imagine yourself in the foreseeable future loving me? Do you know how many guys would be standing in line fighting for a place to say yes to that question? Pearl, I'm asking you. What, Nate? I can only tell you about today. Mm-hmm. And today, I'm your friend, a very, very dear, grateful friend who knows how difficult it's been for you to stick with somebody as crazy and mixed up as me, but I can't talk to you about love. Friends, that's all? For now? For today? Yes. That's a great deal. I mean, I don't have a lot of friendships. It's very, very precious to me for you to be. Well, I wish that I could say the right thing. I wish I could smile graciously and say it's okay, but I can't. Then maybe we shouldn't see each other. I don't want what we had to turn into something that's painful and that's bitter. It'd be a crime. Yeah, I don't want that either. I can't imagine not seeing you, Pearl. Damn it. Whatever you want, that's how it's gonna be. Let's be friends. Look at it. Wait a minute. Aren't you missing a party somewhere or something like that? Oh, it's okay, believe me. No, it's not okay. We can have our own party right here. Now, I heard you had a fetish for champagne. Is that correct? Huh? I can go out right around the corner and get some. Want me to? Okay. All right. I got a couple of glasses over here with fingerprints on them. Can you, like, swipe them a little bit, and then I'll be right back with a bottle? Dress up once in a while for a giggle. Hey, just ask a simple question. Is something from my past that keeps me from forgetting? I haven't seen Victor.
Victoria Lane yet. She's not an actress for nothing. I'm sure she's going to make a grand entrance. And Nick, when will my pictures be ready? I can't wait to surprise Mr. Kupnick. Oh, I forget that's not his name. His name's Pearl. He's got more names than anybody I've ever known. I only have a first name, but I do have a middle name, and I have a last name. The party is lovely, and the whole evening has been a tremendous success. Well, it's had its moments. Yes, it certainly did. I know it is somewhat crass to talk about money on a cultural evening, but since the money is going to charity, I thought you might like to know that you raised about 50% more than you even estimated. Pretty tough. Where's our leading lady, huh? I know what she's doing right now. She's taking off all her theatrical makeup, dressing, and signing autographs for adoring fans. I think she'll be here any minute. All right. Well, I have something to do. I'll be right back. Don't be long. Will you two excuse me for a second? Sure. Yeah. At least there is one guest that is conspicuously missing. No? Who's that? Gina and her audiovisual aide. I told you she couldn't bother us with that stuff. She's got no revelation at all. She's just trying to rattle us. Don't you understand? I know, and you're right, and I shouldn't let it get me upset, but it does. Sure, it's becoming. A little bit becoming, anyway. For a bride to be a little nervous. I don't think it's very becoming for a bride to be a street fighter, but when I look at that black eye, I'd like to say, bring it around. Performance. We really enjoyed it. Now, I have seen that play and done it 100 times, and it was like hearing it for the first time. Well, thank you so much. You are such a wonderful audience, all of you. Yeah, thank you. It was a terrific show. I can see why you love what you do. You're really good at it. Well, thank you. Where's Eden? Hello, this is Valerie Harper of Valerie. What's it like to be a career woman and a mother in the 80s? You really have to juggle. And tonight, when a career opportunity of a lifetime is offered to me, which will I choose, my family or my job? And it's an amazing story that will unravel you. A movie mummy is mistaken for the real thing. Then Walter Matthau is the liberal living in the dark ages. And Jill Clayburgh is the right-winger from sunny California when the Supreme Court meets the first woman justice in First Monday in October tonight.